Schön, Sie heute Abend hier zu sehen. Ja, ist das ein Preis von Musikschaffenden für Musikschaffende? Wie fühlt es sich an, heute hier zu sein? Das ist der absolute Wahnsinn. Nee, ich freue mich heute hier zu sein, ja. Ja. Wenn man als Künstlerin erfolgreich ist, plötzlich die Follower da sind und so die Scheinwerfer angehen, wie fühlt sich das an? Was macht das mit einem? Ich finde, dass es eine tolle Belohnung und Anerkennung ist für den Job, den man so macht. Ja. Ich liebe das, ja. Was inspiriert Sie als Künstlerin? Woher nehmen Sie? Ja. Mein Alltag, alles, was mir irgendwie sowohl positiv als auch negativ aufstößt. Ja, meine Freunde, meine Werte auch, genau. Haben Sie Vorbilder? Nee, nicht wirklich. Wie leben Sie im Alltag, wenn so viele Menschen zugucken? Verändert sich dann was? Ja, ich würde schon sagen, dass sich was verändert. Ich werde immer wieder mit meinem so Selbstbild, wie ich auf andere wirke, konfrontiert. Das hatte ich davor nicht so dolle. Man wird so ein bisschen... Also zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehe und irgendwas einkaufe, denke ich schon noch mal drüber nach, ist egal, wenn ich jetzt gerade nicht so gut gemacht aussehe. Ja, aber man überdenkt es halt, ne? Sie geben als Frau auch ganz schön Gas, ja? Also sehr sexy, voll dabei. Was sind die Reaktionen der Männer? Wie bitte? Wie sind die Reaktionen der Männer? Weiß ich nicht. Achte ich ehrlich gesagt nicht so dolle drauf. Keine Ahnung. Wie kann man denn ihr Herz erobern? Gute Frage. Ich weiß, es gibt nicht so eine sehr gute Antwort darauf, aber am besten eigentlich durch Aufrichtigkeit. Ja, und Geld ist auch nicht schlecht. Wenn man ihren Namen googelt, dann kommt die Frage auf, ist sie eigentlich mit Chiago zusammen? Ja, bin ich. Ja. Was ist er für ein Mensch? Ein toller Mensch. Netter, aufrichtiger Mensch, ja. Auch sehr schlau. Lieben wir. Wie hat das gefunkt? Wie hat es gefunkt? In Funken natürlich. Es war auf einmal da ein Gewitter. Und was macht ihn so besonders? Was hat ihn? Gute Frage. Er ist einfach sehr freundlich, klug und auch humble, würde ich sagen. Ja. Wenn Sie in die Zukunft schauen, können Sie sich mehr vorstellen? Familie, Hochzeit? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nee. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Ich wünsche mir für die Zukunft, Musik machen zu können, meine Sachen machen zu können, so leben zu wollen, wie ich mir das vorstelle, mir von keinem reinquatschen zu lassen. Das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, ja. Dankeschön. Dankeschön auch.